Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. So viel. Und schwupps ist es weg. Die Eimer kommen hier ran, richtig? Hier ist irgendwo die Tür. Ich fahre zum Laden und verkaufe das Nahrungsmittel. Du kannst immer bei Best Burgers zuerst gucken. Manchmal haben die da Angebote. Best Burgers beim Out. Beim Burger-Typen da. Okay. Kann ich machen. Die Koffer hier schlüpfen endlich mal Hühner. Okay, wo ist unser Best Burgers? Das muss ja gleich hier sein. Bisher ist noch kein einziges Küken geschlüpft. Frag mich nur, warum. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, toll. Habe ich mit meinem Auto so gut hingestellt. Oh, wenn du kannst, bring Futter mit. Überhaupt keine Gäste hier? Aber Lebensmittel stehen ja auf dem Tisch. Die waren alle schlecht. Ja, verkaufen das ganze Bild vielleicht. So, du hast jetzt ein bisschen Kohle mehr. Ich werde gleich Munition im Laden kaufen müssen. Hol so viel du brauchst. Und wie gesagt, mindestens ein, zweimal Futter, ja? Ja. Jetzt ein bisschen blöd, wenn ich. Wo muss ich denn lang? Nein, ich gehe jetzt nicht. Die Küken sind versteckt nicht. Da ist die Tankstelle. Diesen Rums, den ihr gerade gehört habt, wenn ihr einen gehört habt, das war gerade die Katze, die mit dem Kopf gegen die Tür geknallt ist. Ja, eigentlich ist er gegen die Klinke gesprungen. Da kann sich nicht mehr entscheiden, ob er jetzt nur rein oder raus will. Wenn er drin ist, will er mal ganz schnell raus. Und wenn er draußen ist, will er immer wieder ganz schnell rein, weil er könnte ja was verpassen, der Kater. Das ist schon so einer. Gut, dann einmal. Wo ist die Maus? Da. Munition. Okay, ja, danke für den Einkauf. Kaufen. Sack Weizen, ja? Oh, ja, gut. Wäre am besten. Wir haben eine Menge Hühner und die Koppel haben auch bald Küken. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal da. Ah, ich glaube, der Kater wollte einmal nur die Katharina haben, die hier gerade noch rumstand. Die Streifen hatten gerade hier ein paar Probleme gehabt. Die sind einmal weg und einmal aufgetaucht, wa? Oh! Das sind elektronische Parkstreifen. Wenn die Glühbirne kaputt ist, sind sie weg. Hast du auch nochmal Munition geholt? Nee. Weil hier lag so viel Munition auf dem Verkaufs, auf diesem Kaufsding, Verkaufsteil. Nicht, dass ich wüsste. 145.
Keine Ahnung, vielleicht sind jetzt mehr Kugeln drin, ich kann es dir nicht sagen. Ja, die fahren wir ja weg, ich krieg mir einen epileptischen Anfall. Oder du hast irgendwie nach oben gedrückt und hast gleich 10 Mal gekauft. Nein, habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Mann. Der Hirsch kommt uns immer wieder nahe. Ich hoffe nicht, dass er mal irgendwas anlockt. Ich hab hier keinen Bock auf den Bär. So. Das war mal eine gute Jagd. Jetzt ist dieses Reh, Hirsch, Verschnitt, Blatt. Komm, gib mir dein Fleisch. Ich möchte ein Frischfleisch haben. Ich liebe Frischfleisch. Eis ein Würmern. Gut. Alles klar, du bist definitiv verrückt. Die dann hinten aus mir rauskrabbeln. Ah, jetzt weiß ich, warum keine 9 Küken kommen. Der kleine Stall ist maximal für 5. Also wenn wir noch 5 wollen, brauchen wir noch einen kleinen Stall. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich weiß, was wir die nächsten 2 Folgen machen. Die schlechte Nachricht ist, ich brauche natürlich deine Hilfe. Wir müssen das Hühnergehege erweitern. Ich habe Holz da. Und einen großen Stall hinpacken. Ich habe eine Menge Holz gemacht. Ja. Also, bereits der mittlere Stall braucht 7-mal Metall. Und Metall kostet 100. Also entweder machen wir eine ganze Bataillon von kleinen Ställen. Oder wir können keine Hühner züchten. Also wir sollten mindestens noch 2 kleine Ställe hinsetzen. Ich bin jetzt dabei, den einen zu machen, aber das Holz, was hier liegt, reicht nicht. 15 Planken brauchen wir. Haben wir. Ja, dafür brauche ich ungefähr, wie viel? 6 oder 7 Stämme. Haben wir. Schau doch mal in aber ich will 2 Ställe. Garage. Ja, so viel sind das nicht. Wenn ich 2 Ställe machen will, dann brauche ich, weiß ich nicht, 14 oder so von den Dingern. Ich reich noch nicht ganz. Was ist hier hinten? Oh. Hilf's mir? Der kleine Stall ist schon hingesetzt. Kannst du dich schon mal reinmachen? Ich habe gar nicht so gesehen. Das war so gut gestapelt. Warum hast du das so professionell gemacht? Weil ich kann. Ist er fertig? Nee, 2 fehlen noch. Aber weißt du, das Gehege hier, das reicht ja vorne und hinten nicht. Das heißt, ich brauche neue Zäune. Die Viecher brauchen mehr Platz. So. Schatz. Kann man das Zelt umstellen? Das weiß ich nicht. Das war ja schon von Anfang an. Man muss mal den Hersteller fragen. Ruf ihn an. Können wir das Hühnergehege erweitern, weil ich will da auf jeden Fall mit der Zeit noch mehr Ställe reinmachen. Dann ruf doch mal den Hersteller an. Oh, ich brauche dafür deine Hilfe, muss ich es noch genauer sagen? Der heißt Onkel Toms Hütte. Oder Bob der Baumeister. Du kriegst gleich Tante Nadines Klatscher. ja. Für nervige Nervigkeit ohne Resultat. Meinst du Oma Nadine? Alter. So. Bin ich und nicht Opa. Doch. Wird nicht vor den Kindern. Nee, das Zelt kann man nicht wegnehmen. Hilfst du mir, den Stall hier noch 2 nach vorne zu machen? Ja. Warte. Eine Holzwand, oder? Du musst einfach nur Holzbalken holen. Okay? Okay. Setz die ein in die Blaupausen. Das müsste eigentlich jetzt reichen, so. Mach ich mal wieder Licht an hier. Wow. Machst du aber brav.
gar nicht so einfach, das gerade zu machen.